Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Rise of the Tomb Raider Part 6. Jawohl, wir sind hier im Gulag. Was immer das auch ist, irgendwie so eine alte Sowjetanlage aus dem Zweiten Weltkrieg, nehme ich jetzt mal an. Und wir haben den Konstantin kennengelernt, den Boss von der Trinity. Gesehen haben wir ja schon mal in der Oase, beim Grab des Propheten. Er ist ziemlich ein brutaler Typ, aber ich denke mir, ja, wir werden noch einiges mit ihm zu tun haben. Er weiß allerdings bis jetzt nicht, dass wir ihm auf der Spur sind. Genau. Und ich denke mir, wir gehen jetzt mal in den Gulag rein, damit wir wissen, was hier Sache ist. Es muss einen anderen Weg geben. Vermutlich ist das da oben, erste Gulag. Keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Es ist ein ziemlich weitläufiges Gebiet. Nicht schießen, ich bin kein Feind. Jawohl, stimmt, du bist kein Feind. Du bist so ein. So ein Typ, der Nebenmissionen verteilt, gell? Ja, ja, genau. Nein, die Nebenmissionen, die machen wir außerhalb vom Let's Play. Munition, immer gut. Aber es hat hier noch ein paar Sachen, die man looten kann. Kisten, immer gut. Hier oben hat es glaube ich auch noch irgendetwas drinnen, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Oh oh, ich höre Wölfe, Ich hasse Wölfe. Okay, denen muss ich jetzt nicht gerade unbedingt begegnen, hä? Cool, da hat es auch noch Kisten. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon. Leider wieder irgendwie so ein Buch aufgenommen, das unnötig gewesen wäre. Oh Mann, hier hat es jede Menge Loot. Und ich denke, das werden wir auch brauchen. Das sieht hier alles sehr friedlich aus, aber ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig friedlich ist. Mann, da hat es wieder Loot. Ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Da können wir dann unsere Pistolen aufrüsten. Da freue ich mich schon sehr. Haben wir bis jetzt noch nichts können machen. Hier ist auch noch etwas. Lara findet alles. Nein, manchmal schlafen wir halt auch dran vorbei. Das ist klar. Russisch. Eine Warnung vielleicht? Ja, das ist wieder so ein optionales Grab, he, wo man könnte machen. Aber unser Weg geht irgendwie dahinter. Das sind ja da die Heilkräutchen, he. Auch immer sehr gut zur Sache. Vielleicht können wir noch Pfeile machen. Mhm, nicht schlecht. Federn sollten wir haben. Federn wären gut, aber ist jetzt nicht so wichtig. Würde mich eh noch wundern, was in dieser Höhle innen ist. Mal lieber ein bisschen vorsichtig sein. Da hat es auch noch irgendetwas da so. Genau, für was ist das? Magnesiterz.
Schrotflintenmunition kann man herstellen. Das bekomme ich noch nicht runter. Genau, da sollten wir Seilpfeile haben. Der Weg würde ich zwar hier durchgehen, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt auf Umwegen jetzt noch Pilze. Okay. Ist mal etwas anderes als Eisen. Was ist das? So lockeres Sedimentgestein. Und schon wieder laut. Okay. Und hier auch noch. Also ich denke, das schreit noch, dass wir jetzt einfach mal die Pistole aufrüsten würden. Okay, viel haben wir nicht können machen, aber das ist völlig egal. Es geht wirklich darum, ich konnte jetzt einfach mal können, unsere Pistolen aufrüsten. Das ist übrigens eine andere. Wir haben nämlich jetzt die Auswahl zwischen vier verschiedenen Pistolen. Ich habe mich für Giftfaustbüchse entschieden. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht am Kreuz sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ein Gefangener, okay. Vielleicht wäre es gut, wenn wir ihn vor den anderen würden finden, hä? Trinity ist nämlich nicht zimperlich in so Sachen. Hoppala, da geht schon wieder alles zusammen, Mann. Kein Problem. Wir sind immer vorbereitet auf so Sachen. Und das Looten geht weiter. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich gehe jetzt, wie gesagt, die Kisten nicht suchen, sondern ich nehme sie einfach, wenn ich sie sehe. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Da hinten ist auch noch etwas, das weiß ich. Noch ein Münzversteck, sehr nice. Da vorne haben wir schon Böse. Können wir gerade mal unsere Knarre ausprobieren. Schauen, ob sie verspricht. Die Keibe ins Grab zu bringen oder nicht. Mal, ich muss sagen, dass die Aufwertung hat sich gelohnt. Das ist super. Das ist fein, ein bisschen eine Wumme. Gut, also. Genau, jetzt haben wir ja immer da die Münze versteckt gesucht und jetzt kann ich euch nämlich zeigen, für was dass man die überhaupt braucht. Hört zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert, sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Genau, hier jetzt alles so Gegenstände. Wenn sie rot sind, dann kann man sie noch nicht haben. Sehr gute Sachen, die wir werden brauchen auf unseren Missionen. Es hat hier selbstverständlich auch noch Waffen, die man haben kann. Die sind allerdings optional, die brauchen wir nicht. Was wir sicher werden brauchen, ist der Steigklemmenantrieb, oder? Sehr nice. Und ja, jetzt geht es hier weiter. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir
hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Was? Du. Nein. Du gehörst zu denen. Ich glaub das einfach nicht. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Ah!
vorbei! Bastard! Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Genau. Also die Anna, die kennen wir ja aus dem Part 1 in London, in dem Loft. Sie hat ja immer versucht, Clara überzeugen, dass sie die Finger von dieser Sache lassen soll. Jetzt wissen wir auch warum. Sie gehört nämlich zu Trinity. Nicht nur das. Sie gehört offensichtlich zu der Elite. Oder wollen. Und macht ja, gemeinsame Sache mit dem Konstantin. Hä? Okay, wir sollten hier raus. Werden wir auch. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Genau, wir haben Seilpfeile, sehr gut. Das brauchen wir ja dann auch, sonst kommen wir ja nicht durch die Höhle durch. Okay, Jungs und Mädels, wir müssen hier sofort einen Break machen. Sehr spannend gewesen, leider wieder sehr viel Tutorial, sorry. Die Videosequenzen, sie gehören einfach zu dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch.